Essex Running Insights. In 3 Monaten zum Marathonläufer. Genauer gesagt von 0 auf 42 Kilometer. Was für eine Aufgabe. Im Internet finden Sie jede Menge interessante Geschichten dazu. Natürlich, das kann gelingen. Die Frage ist nur, zu welchem Preis? Was rät Claudia Dreher, die auf Marathonstrecken weltweit Siege erlaufen hat? Der Marathon an sich ist natürlich auch irgendwo eine Belastung im körperlichen Grenzbereich. Und deshalb ist es ganz, ganz wichtig, sich auf jeden Fall so 1,5 bis 2 Jahre Zeit zu nehmen, wenn man vorher wirklich noch gar nicht gelaufen ist. Das absolute Minimum für einen Laufeinsteiger? 12 Monate Vorbereitung für den Marathon. Leider schätzen Läufer dies oft falsch ein. Denn das Herz-Kreislauf-System und die Muskulatur passen sich schnell an das Training an. Sie werden in wenigen Wochen deutlich fitter. Aber das Gewebe von Knorpel, Sehnen und Bändern braucht mindestens 3 Monate für erste Anpassung. Wer zu schnell Gas gibt, der kriegt Knieprobleme oder Achillessehnenentzündung. Verletzungen häufen sich übrigens gerade bei Läufern im ersten Trainingsjahr. Lassen Sie sich also Zeit. Trainingspläne, die Ihnen versprechen, Sie in 3 Monaten fit zu machen, gehören in den Papierkorb. Hier gilt Kontinuität vor Intensität. Mehr zum Thema unter essex.de.